Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Coraline, oh hallo, ich habe voll vergessen, dass ich dich habe. Hallo, du kleiner Bouncy. Okay, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Es wird heute wieder eine kurze, kleine, knackige Aufnahme von 20 Minuten, weil es schon 21:40 Uhr ist. Oh Mann, ja. Ich werde das nicht mehr hinkriegen. Dass ich dies irgendwann mal noch triggern werde. Da habe ich leider keinen zum Nachlegen. Da sind alle 10 fertig. Das wird eine kleine, knackige, kurze Aufnahme. Weil es halt schon so spät ist. Und ich morgen eigentlich um 6 Uhr aufstehen muss und ich eh schon super, super müde bin. Ach, das ist noch nicht fertig. Okay. Boah, wir machen jetzt richtig Kohle, Alter. So schaut's aus. Weg, 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 weg. Nee, doch. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Guck dir das mal an. So, ich habe doch irgendwo Fotos gemacht. Auf meinem Handy. Was wir alles für. Oh, Monopoly Plus ist im Sale. Also, falls jemand von euch Monopoly Plus auf Steam möchte, ist es gerade in den Sale gekommen. Ist sogar recht aktuell. Ja, die Folge kommt morgen raus. So. Genau. Wir brauchen fünf. Eine Batterie. 50 Schrott. Da habe ich ein bisschen zu viel und es fehlen mir noch zwei Essenzen. Genau, die sind aber gerade in the making. Dabei gehe ich mal hier rein und hol meinen Scheiß. Kann ich auch Wachtelei-Mayonnaise machen? Bestimmt. So. Halt, bleiben Sie stehen. Halt, bleiben Sie stehen. So. Dann gehen wir einmal euch durch. Ja, geht noch ein Stück weiter. Nee, es geht. Nee, perfekt. Wenn wir das weiter auf. Hä? Aber ich hab dich doch gemilkt. Ja, okay. Ich hab dich nicht gemilkt. Warum habe ich dich nicht gemilkt? Was habe ich denn da vorher gemacht? Ich bin verwirrt. Okay, hallo. Das ist ein bisschen. Ja, gut. Man muss ja nicht immer alles mit Geschwindigkeit spielen, ne? Man neigt viel zu sehr dazu, alles durchzurushen, weil ich gerade sagen wollte, es ist ein bisschen doof, dass man immer sich so hinknien muss, um die Tierchen zu streicheln, anstatt dass man einfach dieses Herz wegklickt. Aber eigentlich ist es gut so. Man sollte öfter vielleicht ein bisschen ruhiger spielen. Nicht alles einfach durchrushen. Ich neige eh dazu, alles immer durchzurushen. Nehmt euch an mir bitte kein Beispiel. Genießt ein Spiel. Da ist nochmal was fertig. Gib mir noch eins. Jetzt. Hier den zweiten kriegen wir dann fertig. Jetzt bin ich dann aber erstmal auf der Suche. Beziehungsweise wir gehen kurz zum Schmied und machen die Sachen hier auf. Freitag müsste er ja offen haben, ne? Ich meine schon. Hallo. Mir ist kalt. Es tut mir leid. Aber der Winter ist doch schön. Ich muss dran denken, die Klimaanlage anzumachen, wenn ich anfange, Videos zu schneiden. Da. Ich habe jetzt sowas Fancyes wie eine Klimaanlage. Also wenn ich zweimal die gleiche Figur da drin habe. Oh, hoppala. Hoppala. Ah. Ah, das ist noch nicht gespendet. Habe ich die kleine Figur. Nee, die kleine Figur ist auch noch nicht gespendet. Wusste ich doch. Die kam mir so unbekannt vor. Wir müssen auch nachher noch zu Waku. Warte mal.
doppelter Fang. Nice. Habe ich dich schon? Nee, habe ich noch nicht. Hallo, kleine Raupe. Ah, Monarchraupe. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Gehen wir mal zum Museum. Wir müssen mehr so Insekten fangen. Wenn die random an uns vorbeilaufen, müssen die einfach zack mit. Haben wir die eigentlich schon gespendet? Also müssen wir die spenden? Ja. Ich habe ein schlaues Buch wieder. Ich hole schnell wieder hin. So, einen Stift habe ich auch. Weil, lieber gebe ich die Monarchraupe hinten ab, als wie hier im Museum gerade. Wie schaust du denn hier? Oh. Einer! Willst du mich verarschen? Ein Scheißpunkt! Ein Kackpunkt fehlt mir, dass wir zu C kommen. Nicht dein Ernst. Huch, hallo? Oh, lustig, dass ich dich hier zufällig treffe. Hey, Millie, schön, dich zu sehen. Hey, das ist süß. Ebenfalls natürlich. Egal, ich probiere etwas aus. Es gibt da diese alte Legende, dass eine Göttin in den Gewässern von Coral Island lebt. Mein Vater hat mir das erzählt. Wasser wie der Ozean? Nein, nicht der Ozean. Ich habe ihn genau das gefragt. Das ist der See, glaube ich. Sag es niemanden, aber ich werfe schon Blumen rund um diese See seit... Meine Güte. Ja, ich habe es an vielen verschiedenen Stellen getan und noch immer nichts. Ich weiß, dass es albern ist, aber es sind nicht alle Märchen albern. Wie dem auch sei, ich habe mir gedacht, ich bringe nächstes Mal Blumen ins Spiel. Ich dachte, du hättest gesagt, dass du Blumen geworfen hättest. Nun, ich wusste nicht, ob das wirklich funktionieren würde und ich wollte keine Blumen verschwenden. Ich habe die Idee geprüft und Gras hineingegeben. Ich dachte, es funktioniert vielleicht, aber das hat es nicht. Aber keine Sorge, ich habe heute mit Blumen angefangen. Vielleicht kann man damit die Göttin beschwören. Was meinst du? Ich würde es mal mit dem fetten Tempel probieren, aber hey, was weiß ich schon. Ich hoffe, ich habe die Göttin nicht erzürnt, weil ich ihr Gras gegeben habe. Na, sie ist zumindest keine Kuh. Ach, guck mal, Insektag, Monarchraupe. Bist du Insektag? Nee. Bist du Insektag? Nope. Du bist Insektag. Monarchraupe. Yes. Geh wieder aus. So. Nice. Dann haben wir es jetzt. Nein. Oh. Das ist so gemein, Alter. Dieser eine Punkt. Wir finden jetzt safe auf die Stelle nichts, was wir noch spenden könnten. Sage mal das mal zu meinen Essenzen dazu. Ah, da ist wieder was fertig. Geben wir natürlich wieder was dazu. Die sind alle noch nicht fertig. Ach, der braucht auch noch ewig. So. Zack. Zack. Boah, das ist richtig viel Kohle geben. Okay, gehen wir an den Ozean und angeln ein bisschen. Vielleicht ziehen wir ja einen Fisch raus. Also einen anderen Fisch, also einen Hummer. Oder wir angeln hier. Weißt du, einen anderen Fisch als den Hummer, den wir vielleicht noch abgeben müssen. Im Museum. Vielleicht hätte ich die Monarchraupe doch im Museum abgeben sollen. So, ich lasse den mal am Anfang immer mal kurz auszappeln.
Ich glaube, er ist dann ruhiger. Languste, ich glaube, die habe ich schon abgegeben. Ja, scheiße. Mann, spiel dir sein Lieb zu mir. Gib mir doch noch irgendwas. Eine Angel, an die ich mich festhalten kann. Oh, Müll. Na komm. Scheiße, ich muss Vaku noch finden, ne? Dammit. Ui. Das ist zumindest keine Languste. Oder vielleicht doch. Natürlich ist es eine. Dammit. Vielleicht müssen wir auf Insekten gehen. Wo ist denn Vaku? NPC suchen. Ach, der ist da drüben. Haben wir dem schon seine zwei Gesch ja, Geschenke haben wir ihm schon gegeben, aber wir müssen doch mal mit ihm quatschen. Ist ein bisschen kalt, kleiner Wauzi. Ach, der trinkt Kaffee. Ah, der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und diese sanfte Inselbrise. Falls du jemals einen süßen Kaffee mit Karamell, Apfelpulver oder etwas Ähnliches Ausgefallenes möchtest, dann frag bloß nicht rasch danach. Da herrscht ein unerschütterlicher Glaube an die Reinheit des echten Kaffees und du bekommst bestimmt sofort einen dementsprechenden Vortrag. Das ist mir schon passiert, vertrau mir. Das ist es nicht wert. Schade, ich finde so Kaffee mit so Flavern eigentlich echt nice. Kann ich hier eigentlich auch angeln? Ja. Vielleicht fange ich ja hier was Besseres. Oder überhaupt? Ja, was Besseres eigentlich. Überhaupt, was habe ich ja? Ich habe vorhin auch schon was gefangen. Müll. So viel zu was Besseres. Ich habe doch alles schon so Ozeantierchen, alles schon mit. Okay. Wollte gerade sagen, das ist keine Languste, aber kann es ja auch gar nicht sein. Weil ich ja jetzt im Meer angle und nicht im Teich. Pink Snapper. Den müssen wir abgeben. Ich gehe nochmal rein, vielleicht finde ich nochmal einen zweiten. Aber wir hätten was fürs Museum. Kein Pink Snapper. Ist Müll. Dammit. Gibt's ja nicht, dass ich jetzt ausgerechnet die Fische rausziehe, die ich spenden kann. Also die ich der Dinggöttin geben kann. Vielleicht ist es noch mal einer. Ja, muss auch sagen, ich habe nie geangelt, deswegen. Auch so leichte Fische habe ich nie abgegeben. Yes! Nice. Das kann man jetzt einmal ans Telefon. Boah, ey, mein Hirn. Einmal hier abgeben. Da sind wir, glaube ich, statt Rang C. Oh mein Gott, wie gut. Gegenstand spenden. Ja! C. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Das heißt, ich krieg neue Samen und alles, ne? Nice. Pink Snapper war hier. Yes, Pink Snapper. Geil.
Bin ich aber, glaube ich, zu spät für fürs Labor. Ich glaube, das macht um 17 Uhr zu. Hallo. Das werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr kriegen. Vor allem, weil wir ja noch hinlaufen müssen. Oh. Yes. Wir haben noch mal eine fürs Museum gekriegt. Ah, 15, ach, das hat sogar nur bis 15 Uhr offen. Was bist du denn? Habe ich auch schon gespendet. Ja, Geilomatico. Die leuchten ja sogar. Das ist ja süß. Das leuchtet hier auch alles. Das habe ich noch nie gesehen. Bin anscheinend nachts hier nicht unterwegs. So, ich finde es auch geil, dass die Sonne früher untergeht. Wenn's Winter ist. Wir haben erst 18 Uhr, das ist schon dunkel. So, wir gehen jetzt nochmal angeln. Ich finde, das ist eine gute Beschäftigung noch für heute. Wahrscheinlich werden wir jetzt 30 Millionen Pink Snapper rausholen. Na. So. Ja, vielleicht haben wir noch Glück. Wir müssen noch drei Salzwasserfische finden. Und alles Süßwasser. Wir sind mal hinten in den Seetempel. Also in den, wo die Göttin drin ist. Mal rein. Das könnte wieder ein Pink Snapper sein. Ja. Jetzt habe ich nur den. Aber das ist okay. Verdiene ich wenigstens auch ein bisschen Geld heute nochmal. Achso, ja. Verdiene ich sowieso ein bisschen Geld. Ich habe da ungefähr gefühlt 5000 an Waren in der Verkaufsbox liegen. Das ist auch wieder ein Pink Snapper. Jawohl. Anscheinend kriege ich hier Pink Snappers. Vielleicht hat so jede Stelle in diesem Spiel seinen eigenen Fisch. Guck mal, da hinten wird auch geangelt. Vielleicht kriege ich da hinten was anderes. Scheint auch wieder ein Pink Snapper zu sein. Man erkennt die doch relativ gut. Yep. Ich gehe mal dahinter, wo geangelt wird. Hi. Wer wohnt denn da? Da ist ein Haus drin. Oh. Na. Oh. Ach, sie wohnt da drin. Okay. Ach du Scheiße. Ja, der war ja komplett außer Rand und Band. Ich glaube, da muss ich ein bisschen mein Angeln noch leveln. What the fuck? Aber es gibt auch andere Fische hier drin. Oh. Ja, nee. No chance, dass ich da was krieg. Geh mal halt heim. Ist eh schon spät. Ist eigentlich schade, dass wir nie für Vakus so Erledigungen machen können. Da kriegt man ja auch noch mal Herzchen dazu. Aber der hat auch bald Geburtstag. Den darf ich nicht vergessen.
So, weg mit euch. Hier noch Sonstiges. Das hole ich auch noch raus. Das mache ich leer. Alter. Da ist ein Stoff fertig. Gut, den packe ich jetzt nicht zum Verkauf. Aus dem kann ich bestimmt auch andere Sachen machen. Aber so das hier kommt alles weiter zum Verkauf. Hoppala. Nice. Okay, schon super. Oh, hallo. Super, super schade, dass ich heute wieder das eine Folge aufnehmen kann. Ja, neue Samen, neues Dekor, neue Klamotten. Aber drei Wintersamen. Wintersamen. Schwein und Pfau. Geil. Yes. Angeln mit zwei. Neues Rezept Sushi. Geil. Warum bin ich denn mit denen... Ach so, weil ich einen Rang aufgestiegen bin. Auch Vaku ist natürlich 11.000. Vaku ist natürlich nicht dabei. Na gut. Wir werden Vaku dennoch um den Finger wickeln. Jetzt sage ich aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu einer neuen Folge Coral Island.